So, was steht heute an? Wir werden heute mal die Gegend noch ein bisschen erkunden. Wir sind ja noch bei Armand zu Hause aufgrund der Wetterlage, obwohl die im Moment perfekt ist. Also theoretisch könnten wir verreisen, aber wir bleiben noch und fahren jetzt Richtung Meer. Gucken uns noch mal die Küste an. Vielleicht gehen wir auch noch mal ins Wasser, wer weiß das schon. Und schauen uns mal ein bisschen die Gegend an, wenn wir schon mal hier sind und Urlaub machen dürfen. Und ja, wir haben ja die Fahrräder super geputzt, sie sehen ja wieder blitzeblank aus, Kette ist wieder sauber, alles ist sauber. Oh! Ja, und ja, jetzt geht es erstmal los, wieder eine kleine Runde mit dem Fahrrad. Und mal gucken, ob wir trocken durchkommen. So, wir machen ja heute Sightseeing und ich will noch mal kurz zeigen, bevor die Ketten wieder richtig dreckig sind, weil wir sind ja schon wieder unterwegs. Wir machen heute ein bisschen. Wir haben das sehr schön sauber gemacht gestern und ja, jetzt sind wir hier schon wieder an sandigen Ufern unterwegs Richtung Ozean und ja, mal gucken, wie lange die Räder so bleiben. Ich denke mal, heute werden sie wieder dreckig und wir gucken uns halt mal die Gegend an, weil Stillstand ist ja auch immer ein bisschen blöd für uns, aber ja, wir fahren halt einfach mal durch die Gegend und gucken mal, was wir hier so sehen dürfen. Und wollen natürlich auch noch mal ins Meer, da sind wir jetzt gleich. Und alles mal ein bisschen ausnutzen und die Ruhe genießen vor den Bergen, die jetzt demnächst auf uns warten. Weil wir haben jetzt noch 40 Kilometer, 45 Kilometer flach, die wir jetzt noch raussuchen können. Und danach geht es dann mit Anstrengung weiter. Also, wir haben noch gar keine Lust darauf, aber wir müssen ja irgendwann weiterfahren. Sonst müssen wir irgendwo überwintern und bis jetzt haben wir noch keinen Winterplatz. Also die nächsten Tage wird das Wetter wechselhaft bleiben. Wir gucken mal, ich denke mal, Donnerstag ist angepeilt, dass wir weiterfahren. Donnerstag, Freitag soll das Wetter etwas besser werden. Also wir sind gespannt. Gut, heute gucken wir uns erstmal die Gegend an und sind darauf auch gespannt. Also bis später.
Ja, heute am Sightseeing machen und gerade ist mir irgendwas aufgefallen an meinen Fahrrädern. Ich habe die Vorderbremse gezogen und dabei hat sich mein Fahrrad eine kleine ein bisschen bewegt und das kam mir ein bisschen spanisch vor. Somit habe ich erstmal mein Vorderrad überprüft und diese Schrauben von der Scheibenbremse waren alle locker und ich habe kein Werkzeug dafür. Wir haben beide kein Werkzeug dafür, um diese Schrauben anzuziehen, weil das sind Sternschrauben. Die haben wir nicht an unserem Werkzeug dran. Und ich denke und ich vermute auch, dass die sich immer wieder lockern werden. Und das ist natürlich eine super gefährliche Situation für uns, weil wir demnächst viele Berge vor uns haben und diese Scheibe immer heiß sein wird. Gerade auch beim Runterfahren musst du ja viel bremsen mit dem Gewicht, was wir haben, wird diese Scheibe natürlich enorm heiß. Und dadurch dehnt sich natürlich auch das Material, zieht sich wieder zusammen und wenn diese Schrauben sich ständig lockern, ist es natürlich nicht sehr gut. Und ich kann die nicht anziehen, ich habe dafür kein Werkzeug da. Wir haben gerade geguckt, wir haben an unseren Multitools nicht dieses Werkzeug, um diese Schrauben zu sichern. Jetzt müssen wir uns nochmal einen Plan machen. Mal gut, dass uns das heute aufgefallen ist. Bei Schatzi ist noch alles fest, aber wir haben ja vorne eine neue Scheibenbremse drauf gemacht. Hinten die ist ja genietet, vorne ist geschraubt und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir entweder Werkzeug dafür finden oder eine Alternative, um diese Schrauben halt für immer festzuhalten, weil das kann sehr gefährlich werden, wenn die abfallen. Ja, und ich weiß nicht, ob wir dafür Ersatzschrauben haben. Also sehr gefährliche Situation auf jeden Fall, aber zum Glück heute alles gut gegangen. Alle Schrauben noch da, aber die waren sehr, sehr locker. Und mein Vorderrad hatte so ein Spiel. Also das war sehr, sehr ungewöhnlich und da habe ich das mal überprüft. Ja, deswegen müssen wir jetzt mal einen Plan machen und gucken, was wir da als Alternative finden. Wahrscheinlich müssen wir nochmal zu E. Leclerc und ein Werkzeug dafür holen, weil es sind Sternschrauben und Sternschrauben haben wir nicht, wir haben nur Imbus. Wir haben keine Materie, kein Werkzeug für Sternschrauben. Ziemlich scheiße auf jeden Fall, aber hinten haben wir zum Glück nicht das Problem. Auf die Bremse hinten können wir uns verlassen. Da ist genietet, wie man schwer erkennen kann. Ist nichts geschraubt, kann sich nichts lockern. Also in dem Fall ist sehr gut. Aber ja, das ist halt erstmal der Bericht von diesem Fahrrad. Aber ansonsten erstmal alles wieder toppi. Ja, gestern ist mir halt noch mein Schutzblech kaputt gegangen beim Saubermachen, habe ich aber wieder geklebt. Erstmal wieder heile, ist eine große Ecke rausgebrochen. Aber ich denke, es sollte erstmal halten. Wir sind gespannt. Ja. So, jetzt sind wir gerade hier am Tümpel, also im Ferientümpel, der halt extrem wenig Wasser hat, finde ich. Aber hier sind halt viele Angler, die halt hier so ein bisschen angeln. Dann fahren wir mal ins Meer. Wir haben schon wieder unsere Kette ein bisschen eingesaut, aber es macht nichts, machen wir halt nochmal sauber. Und wir gucken uns jetzt mal hier ein bisschen die Gegend an. Die Angler haben noch eine Strauß gezogen. Und ja, gucken uns hier mal ein bisschen im Brackwasser die Gegend an. Und vielleicht gehen wir noch mal ins Meer. Ja, machen wir. Und essen wir noch mal irgendwo weit ein bisschen Zeit. Soll ja noch mal gewittern heute. Und beobachten mal ein paar fremde Menschen. Also, ja, bis später. Ja, in Soestone. Nee, Soestone sind wir ja gar nicht mehr. Wir sind jetzt im Meer. Kann ich aber auch nicht aussprechen. Sehr ruhig, ja, sehr entspannt. Also, wir gucken mal, wir machen noch ein bisschen Zeit. Bananasplit 8,50 €. Das ist wahrscheinlich. So, wir gucken uns mal hier in Frankreich gerade so die Essenspreise an. Also wir sind ja sowieso immer sehr, sehr teuer unterwegs hier, was wir, wenn wir einkaufen. Wir essen ja schon gar nichts mehr irgendwo im Restaurant. Aber wie man hier sieht, ist das Pizza. Und ja, im Durchschnitt hast du hier halt wirklich um die 10 € für eine Pizza. Also 8,80 € gibt schon eine, aber wer weiß, wie groß das ist. Steht jetzt im Moment nicht da, welche Größe. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, 28 cm oder so.
Ich glaube nicht, dass man hier so eine große kriegt wie in den Niederlanden. Aber es sind schon saftige Preise, wa? Wenn man das so gibt. Ist schon enorm. Aber gut. Wir haben ja was zu essen bei und brauchen ja zum Glück nicht irgendwo einkehren. Kostet alles bloß auf 50% weniger. Der Wind von Front. Schöne Welt. Kann man verstehen, dass sie hier surfen. So, heute sind wir wieder am Strand und gucken uns mal die Surfer an, wie die hier auf die Wellen reiten. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Das Meer ist voll davon. Hier gibt es Abschnitte, da siehst du nur Surfer drin. Und ja, ist halt auch mal interessant. Ich bin noch nie gesurft, aber ich gucke halt gerne mal zu. Und vielleicht habe ich ja in meinem Leben mal die Chance, das nochmal zu machen. Und ja, schöner Tag heute. Dafür, dass es wieder mal nur regnen sollte. Es ist ein wunderschöner Tag.
gucken, kaltes Wasser. Okay. Ja, wir machen heute wieder einen Strandspaziergang, wenn wir schon mal an der Küste sind. Und was uns auffällt, was unser lieber Armand auch schon gesagt hat, hier gibt es keine Steine, keine Muscheln. Es ist wirklich alles blitzeblank hier, der Strand. Es ist wirklich Wahnsinn. An jeder Ostsee, an jeder Nordsee kannst du Steine und Muscheln sammeln, hier nicht. Und kein Plastik, kein Müll. Es fällt erstmal nicht auf. Es fällt erstmal nicht auf. Hier ist alles sauber. Super schön, angenehm, also wirklich Respekt. Viele Surfer auf jeden Fall, für die sind die Wellen wahrscheinlich noch nicht groß genug, aber ja, ein paar Steine sind okay, ein oder andere Stein verirrt sich dann hier doch mal hin. Aber es ist wirklich sehr, sehr wenig und so gut wie keine Muscheln, also ich habe hier noch nicht so viele gesehen. Sehr, sehr interessant und ja, ansonsten ein wunderschönes Plätzchen hier, noch in Frankreich. In der Nähe von Southend. Ich kenne den, kann den Ort hier sowieso nicht aussprechen. Also Southend. Also da sind wir im Moment noch in Southend und sind jetzt hier einfach an der Küste gefahren und genießen noch ein paar Tage oder genießen noch ein bisschen die Augenblicke, die wir hier haben. Und bevor wir dann weiterfahren und uns ins Getümmel stürzen. Ah, Muscheln, ich habe Muscheln gefunden. Ja, also es gibt sie doch. Es gibt sie doch. Aber sehr, sehr wenig, ja. Ja. So, okay. Bis. Na, Schatz. Wir sind nochmal ans Meer gefahren, an die Biscaya. Patrick überlegt, geht da rein, geht da nicht rein. Heute ist es ja nicht ganz so sonnig. Aber heute sind doch einige Surfer hier am Strand. So, wir haben beschlossen, dass wir morgen am 13.09. wieder weiterfahren werden. Es soll morgen früh noch regnen. Laut Wetter bricht auf jeden Fall und sind ja heute auch im Starkregen sind wir heute gefahren und haben halt ja getropft und getrieft. Ja, wir waren halt klitschenass, sind halt wirklich im starken Regen, waren halt noch am Meer heute und sind halt im starken Regen zurückgefahren. Unsere Sachen sind halt klitschenass, auch die Schuhe, alles klitschenass. Nichts ist egal, es gehört so zu unserer Reise dazu, wir werden morgen weiterfahren. Wir haben mit Armand schon gesprochen und werden morgen abreisen, weil wir können ja nicht so lange hier bleiben. Das soll die nächste Zeit noch mehr regnen. Armand fährt sowieso Freitag nach Hause. Es ist ja bloß ein Zweitwohnsitz oder wie auch immer. Und ja, wir werden morgen weiter Richtung Bayern fahren und übermorgen wahrscheinlich Spanien erreichen. Also wir werden jetzt die zwei Tage, die es jetzt nicht regnen soll, ausnutzen. Und dann schauen wir mal in Spanien weiter, wie es weitergeht. Vielleicht lernen wir da neue Leute kennen und können da halt eine Weile campen, bis der Regen vorbei ist. Oder ja, wir wissen es noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie wir mit den Schlechtwettertagen jetzt umgehen. Wir haben eine Menge Höhenmeter vor uns, also bis zu 900 Höhenmeter. Wie wir die schaffen, wissen wir noch nicht. Wir haben ja doch immer eine ganze Menge Gepäck. Das Gute ist, heute hat sich ja meine Scheibenbremse gelockert, also die Schrauben, weil wir vorne ja andere Scheibenbremsen drin, drauf haben wie hinten. Und das Gute ist, dass wir das heute noch mitbekommen haben, dass es bei mir so war, weil ich habe mich halt ein bisschen gewundert. Und dass wir dies nochmal festziehen konnten. Ich habe mir jetzt noch ein Werkzeug besorgt, weil ich diese Torx-Schrauben nicht hatte. Also kein Werkzeug dafür, ich habe ja nur Imbus an meinem Fahrrad. Und habe mir jetzt nochmal ein Werkzeug dafür besorgt und kann halt die Schrauben jetzt festziehen und regelmäßig überprüfen, was ich natürlich jetzt noch machen werde.
Weil wenn wir an einem Berg sind, der 900 Meter hoch geht oder 1000 Meter hoch geht und wir den runterfahren, brauche ich gute Bremsen und dann kann ich mich natürlich, muss ich mich darauf verlassen, dass das alles funktioniert. Also wir haben die Fahrräder gesäubert, jetzt alles nochmal überprüft und ja, wir werden morgen halt abfahren. Hab jetzt heute nochmal ein paar Baguettes gekauft und also zum zweiten Mal. Also haben wir heute 7 Baguettes gekauft und haben schon 3 fast aufgegessen. Und ja, werden dann morgen halt abreisen und uns auf den Weg machen Richtung Spanien. Wir brauchen jetzt ungefähr denn doch noch 2 Tage bis dahin. Wahrscheinlich. Weil, sag ich mal, wir haben jetzt noch 40, 45 Kilometer ohne Berge oder halbwegs ohne Berge und danach geht's los mit Berge. Wir werden sehen, wie wir da durchkommen und die 800, 900 Höhenmeter werden wir wohl machen müssen. Es gibt keinen Weg drumherum und ja, wir werden sehen. Wir wissen ja noch nicht mal, was wir uns da einlassen oder ob wir das überhaupt schaffen. Das wissen wir ja nicht. Wir haben ja schon in Norwegen Probleme gehabt mit den Trollziegeln ohne Gepäck. Sind wir aber hochgekommen. Jetzt haben wir mit Gepäck, also zusammen, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir so um die 140, 150 Kilo mit uns rumschleppen. Also natürlich mit mir auf meinem Fahrrad ist das jedenfalls so. Und ja, wir sind gespannt, ob wir das hinkriegen, ja, ob die Fahrräder durchhalten mit der Anstrengung und dem Gewicht, ob das alles funktioniert. Und auf jeden Fall brauchen wir da die Klickerpedalen, das muss funktionieren. Weil ich kann nicht mein tolles Gewicht in die Pedalen reintreten, dann verbiegt mein Hinterrad. Mit der Klickertechnik kann ich halt mit einem Bein ziehen, mit dem anderen Bein drücken. Ist weniger Last auf Kette und Ritzel und Hinterrad. Also ist ein bisschen mehr ausbalanciert, sage ich jetzt einfach mal so. Das Problem ist halt nur, wenn man am Berg Pause machen muss und dann wieder anfährt, was 100% passiert, weil man den Berg nicht mit einmal hochfahren kann. Dann wieder in die Klickerpedalen reinzukommen, das einzuhaken und die Power dann wieder zu nutzen. Es wird halt ein Riesenproblem werden, definitiv, aber wir müssen da halt durch. Wenn wir da weiterfahren wollen, müssen wir da durch. Es bleibt spannend, also es bleibt definitiv spannend. Wir haben uns jetzt ausgeruht ein paar Tage, auch wenn wir nicht ausgeruht aussehen. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht so, aber wir haben halt Stillstand gehabt, weil wir halt ja eigentlich nur Gewitter und Regen, heute Nacht war es so, angesagt wurde und dass wir natürlich schöne Phasen dazwischen haben, ist natürlich eine andere Sache. Aber ja, wir werden sehen. Also die nächsten 2-3 Tage wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Morgen jetzt nicht so, aber danach, wenn die Berge anfangen, wird spannend. Also wir werden sehen. Ich habe halt, wie gesagt, im Moment wieder arge Probleme mit meiner Brust. Atmen kann ich, also Herzinfarkt ist es noch nicht. Aber ist halt irgendwas nicht in Ordnung, weil sonst hätte ich da nicht so einen Druck und so ein Stechen immer wieder. Und ja, ist halt eine Baustelle meines Körpers, aber ich lebe noch, also geht es mir noch gut und die Reise wird fortgesetzt und ich radle mich gesund. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Genau so ist es. Wir machen das Beste draus, wir schauen. Genau so ist es. Also erstmal up to date soweit, morgen geht's weiter und dann sehen wir mal, was passiert, würde ich sagen, die nächsten Tage. Also auf jeden Fall haben wir uns 2 Tage Spanien, wenn alles gut geht. Also, c'est la vie. Un pêcheur avec une voile faite avec des sacs qui avaient servi à emballer de la farine qui avait été fournie par la France. Et il a même gravé sur la voile dans de la France. So funktioniert die Kommunikation in mehreren Sprachen. Dank Technik. Oder irgendwas anderes. Wir sind wirklich immer hungrig, seit wir auf Fahrradtour sind. Oui. Hey, normal. Ja, yeah, normal, ja, aber es ist eigenartig. Es ist Molly, Molly, Futter, Futter, Futter. Man ist immer essen, immer essen. Es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Yeah. Quand j'étais jeune, que je traversais la France à vélo, je faisais comme vous.
Als ich ein junger Mann mit dem Fahrrad durch Frankreich gefahren bin, habe ich das gleiche gemacht wie Sie. Okay. Sehr gut. Ja, das ist very. Aber auch Butter, ja. Warte mal. Bist du da mit viel Gepäck gefahren oder eher nur mit wenig Gepäck? Avec peu de bagages, mais j'avais un vélo qui avait juste 3 vitesses et pas de double plateau. Et pas de double plateau. Mit wenig Gepäck, aber ich hatte ein Fahrrad, das nur 3 Gänge hatte, New Last Camp oder bitte keinen Platz. Okay, ja, okay. Ja, ja, ist all crazy. Ja, ja, okay. Morgen, heute ist der 13.09. Ja, das Geräusch, ich weiß nicht, woher es kam. Ich habe das Video jetzt gelöscht. Das muss an dem Handy liegen. Ich habe keine Ahnung, es hat zwar geregnet, aber also das war das erste Geräusch, aber ich weiß nicht, was dieses andere Geräusch war. Es muss an dem Handy liegen. Ja, heute fahren wir weiter. Wir sind immer noch zu Gast in Southsands bei Amman. Und das Wetter soll jetzt besser werden. Wir nutzen die Chance, über die Pyrenäen zu kommen. Und wissen auch gar nicht, auf was wir uns hier einlassen eigentlich. Und die 900 oder 1000 Höhenmeter, ob wir die überhaupt schaffen, wir wissen es nicht. Wir werden es trotz alledem angehen, wir werden es probieren. Und ja, wir sind halt sehr, sehr unerfahren in dieser Sache, vor allem mit dem Gewicht, was wir unterwegs sind. Und ja, sind jetzt, wie gesagt, gleich am Frühstücken und dann würden wir uns ja alles einpacken, zusammenpacken und die Reise beginnen. In dem Fall Richtung Spanien und ich denke, wir würden dann morgen ankommen. Also morgen würden wir, ja, wir werden sehen, aber wir fahren weiter. Wir haben noch ungefähr 2 Tage bis Spanien. Und ja, wir lassen uns überraschen, ob wir das hinbekommen oder ob wir uns da nicht zu viel zugemutet haben. Oder unsere Ausrüstung und unsere Fahrräder, unser Equipment. Und ja, so ist erstmal der Stand der Dinge. Also wir frühstücken jetzt ganz in Ruhe mit Amman. Und dann werden wir langsam unsere Sachen packen und abreisen heute. Also wir wünschen erstmal allen einen wunderschönen guten Morgen und danke, dass ihr dabei seid.
So, wir haben ja bald die spanische Grenze erreicht. Wir sind jetzt schon weit hinter Bayonne. Fahren jetzt irgend so einen Parksee an und machen da ein bisschen Pause. Es ist sehr anstrengend. Wir haben schon die ersten Berge, aber darum geht es auch nicht, um die Berge, sondern eher um die Autofahrer hier. Wir haben ja eine Stadt nach der anderen. Es gibt jetzt keine Schleichwege mehr. Hier reiht jetzt Dorf an Dorf. Und ja, man wird hier extrem geschnitten von den Autofahrern. Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Wir sind ja auch lange gespannt und langsam mit vor allen Dingen, gerade wenn wir Berge fahren müssen. Also, wir sind sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben jetzt noch einen Kilometer, ein bisschen über einen Kilometer zu dem See. Mal sehen, ob wir uns da ausruhen können ein bisschen. Wir haben jetzt 54 Kilometer geschafft. Und ja, ich denke mal so 20, 25 Kilometer sind noch bis zur Grenze. Mal sehen, wir schauen mal. Jetzt heißt das erstmal gleich ein bisschen ausruhen. Und dann gucken wir mal, wie wir da rüberkommen nach Spanien. Heute oder morgen, mal sehen. Weil die nächste Woche oder jetzt in der Woche kommt ja wieder Gewitter und Regen. Links abbiegen auf Avenue du Président JF Kennedy. Also müssen wir schauen. Gut, bis später. Nach 200 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Wir gucken mal, dass wir jetzt irgendwo eine Pause stehen. Hä? Hier oder? Hier? In der Nähe von Bidart, wie auch immer das ausgesprochen wird, 30 Kilometer von Spanien entfernt, am Parksee. Wir haben gedacht, wir können hier übernachten, aber es sieht erstmal auf erster Linie nicht so aus. Das heißt also, nochmal weiterfahren, nochmal ein paar Höhenmeter schruppen. Wir haben jetzt 55 Kilometer geschafft, sind natürlich jetzt schon ein bisschen am Limit, aber wir sind ja sportlich angezogen, also können wir auch sportlich fahren. Ja, bin nicht mehr so fresh drauf. Hab auch schon wieder einen Zigarettenentzug irgendwie dafür, keine Ahnung. Obwohl ich ja schon ein paar Tage nicht geraucht habe. Egal, wir fahren nochmal 8 Kilometer und gucken mal, dass wir da einen Schlafplatz finden. Wenn nicht, muss man halt irgendwo klingeln. Vielleicht finden wir noch einen zweiten Armand. Nein, aber wer weiß das schon, ist ja alles offen. Und vielleicht finden wir nochmal nette Leute in Frankreich, bevor wir in Spanien einkehren und da die ganzen netten Leute absammeln. ja, wir werden mal sehen. Also auf jeden Fall fahren wir jetzt nochmal 8 Kilometer weiter, machen nochmal 300, 400 Höhenmeter,
gucken mal, ob wir das hinkriegen. Ja, bei mir quietscht halt irgendwas, das nervt mich auch total, bin ich auch schon im Detail Stress, weil ich das immer nicht rausfinde, was das ist. Wenn irgendwas quietscht, dann ist das immer nicht so gut. Auf Dauer, obwohl das alles angehört ist, aber irgendwas scheint zu quietschen. Naja. Wir werden mal sehen, wann das Fahrrad auseinanderfällt. Ja, so ist jetzt erstmal der Plan, also 8 Kilometer weiterfahren Richtung spanische Grenze oder in die Richtung, auf jeden Fall ein bisschen außerhalb der ganzen Strandpromenaden, weil wir sind ja in der Nähe vom großen Wasser und hier ist halt einfach verdammt viel los und eine Stadt reiht die an die andere, ein Dorf ans andere, eigentlich ist das eine langgezogene Stadt für Spanien, irgendwie, die heißen dann alle nur anders, aber ja, hier einen Schlafplatz finden wird irgendwie nicht so einfach werden, glaube ich, und deswegen fahren wir jetzt nochmal ein bisschen außerhalb. Bisschen weiter in die Landwirtschaft rein und gucken halt da nochmal. Da habe ich jetzt zwei Stellen rausgesucht. Wir werden die mal anfahren, wenn nicht, klingeln wir halt beim Bauern oder so, keine Ahnung. Und werden da halt fragen, ob wir unser Zelt da aufschlagen können. Ich denke mal, das ist das kleinste Problem in dem Falle, da einfach nachzufragen. Bis jetzt haben wir immer die Situation gut hinbekommen, dass wir halt schlafen konnten. Also, wir schauen mal. Gut, also weiterfahren, die nächsten 8 Kilometer und dann haben wir 63, dann rechts hier. Ja. Morgen geht's dann ab nach Spanien. Bye bye. Nach 600 Metern links abbiegen auf Rue La Mouly. Rechts. Ja, endlich kommt man am Berg. Jetzt sind jetzt die Pyrenäen, ja. Fängt schon an, ist die Vorläufer. Und ich hab schon den ersten Gang drin, scheiße. Oh, war ja. Das wird ja Spaß machen, wenn wir so eine Berge haben. Oh, way, oh, way. Nach 600 Metern links abbiegen auf Avenue de Biarritz, D911. Jawohl, Herren. Sieht ja schon aus wie ein Ananas. Banane wäre mal schön. Oder schon ein El Banana. El Banana. Kreisverkehr abfahren auf Rue Calamade. Dem Straßenverlauf von D655 noch 3 Kilometer folgen.
Meine Damen und Herren, da hinten sind schon die Berge. Ja, nur damit ihr seht, wir sind schon ziemlich nah dran an den Pyrenäen. Wir hatten gerade schon den ersten heftigen Berganstieg hier. Also, kamen wir beide ganz schön ins Schwitzen. Da hatten wir mal kurz Pause, dann haben wir noch zwei Kilometer ungefähr zu unserem ausgesuchten Schlafplatz. Mal gucken, ob es halt wird. Wenn nicht, müssen wir halt irgendwo klingeln. Weil heftig. Also unser Anstieg gerade. Das Schlimme ist ja nicht der Anstieg. Also der auch. Das Schlimme sind die Autos, weil wir haben keinen Platz zum Fahren. Die Autos sind auch genervt. Wir sind genervt von den Autos. Die Autos sind von uns genervt. Und es ist wirklich viel Verkehr. Es ist nicht angenehm. Und super gefährlich. Also wir sind gespannt, ob wir heil unsere Tour überstehen, weil Spanien soll ja auch nicht gerade so prickelnd sein mit seinen Verkehrsstraßen. Also ein bisschen Bedenken halt schon und Angst hoch, aber ja, wir sterben das einmal. Ne? Also, let's go, weiter geht's gleich. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Schimmelgeschirria. Rechts abbiegen auf Schimmelgeschirria. Straßenverlauf von Schimmelgeschirria einen Kilometer folgen. Google ist, Alter. Größtenteils flach, Alter. Sehr geil!
Tja, schönen guten Abend. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen fertig, oder ich persönlich. Heute habe ich Videozusammenschnitt gemacht. Wir sind jetzt der 13.9. Wir haben ja jetzt unser Lager aufgeschlagen im Maisfeld. Leider musste ich alle Videos löschen bis jetzt, die ich hochgeladen habe oder die ich versucht habe, in diesen Videoschnitt mit einzufügen. Habe ich jetzt mindestens 8 Videos löschen müssen, aufgrund von Fehler, dass mein Handy wohl auslöst. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht. Ich kann es ja immer erst später anhören. Irgendwas scheint im Handy nicht mehr zu stimmen mit der Aufnahme, mit der Mikrofonaufnahme. Da kommt auf einmal ein Geräusch. Ich kann gerne mal ein Video mit einspielen, damit ihr mal dieses Geräusch erfahren könnt. Doreen hat es ja heute Morgen schon geäußert, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich habe jetzt 8 Videos gehabt, wo dieses Geräusch drauf war. Ich kann nicht erklären, woher es kommt. Ich weiß nicht, was es für ein Geräusch ist, warum es auftritt. Ich weiß es einfach nicht. Also viel Material, was wir jetzt unterwegs gesammelt haben, kann ich leider nicht nutzen. Da mein Handy bei dem Mikrofon irgendein schnarrendes, ätzendes Geräusch macht und alles übertönt, als wenn irgendein Handwerker neben mir steht mit irgendeinem, keine Ahnung, Sensor, mit irgendeinem Vibrator, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich wollte es einfach jetzt mal gesagt haben, dass halt leider viel Schnitt verloren gegangen ist heute oder die letzten 2 Tage. Und wir halt gucken müssen, ob wir dieses Problem in irgendeiner Weise lösen können. Ich werde mich mal mit meinem Handy morgen, sobald es hell wird, nochmal beschäftigen. Vielleicht haben wir da eine Lösung, vielleicht kann ich das Mikrofon sauber machen, vielleicht ist einfach was direkt drin oder ein kleiner Käfer oder was auch immer. Irgendwas muss ja dieses Geräusch auslösen, das kann ja nur vom Mikrofon kommen. Also was morgen mal überprüfen. Danke erstmal fürs dabei sein, fürs Zuschauen. Und ich kann im Moment heute am 13.09. kein Mikrofon, ich bin schon wieder so daneben, keine Videos hochladen. Hier ist das Internet sehr, sehr schlecht und wir werden es demnächst alles zusammenschneiden und euch natürlich präsentieren und versuchen, die besten Eindrücke mit euch teilen zu dürfen. Alles klar. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen euch erstmal einen schönen Abend.